Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich meine 5 absolut liebsten Tomatensorten überhaupt mit euch teilen. Es gibt ja so viele Tomatensorten da draußen und es ist oft super schwierig, da eine Auswahl zu treffen. Deswegen finde ich solche Videos super inspirierend. Ich werde euch heute 5 Sorten vorstellen, die wir immer wieder anbauen, weil sie sich so bewährt haben und weil sie so lecker sind. Ich habe noch ganz viele andere Gartentipps für euch parat. Also abonniert den Kanal und drückt auch die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald das nächste Video erscheint. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Tomatensorten. Alle Sorten, die ich euch hier vorstelle, sind übrigens samenfest. Das heißt, dass ihr immer wieder jedes Jahr Saatgut von euren eigenen Tomaten behalten könnt und das im nächsten Jahr anbauen könnt und da gar nicht mehr davon abhängig seid, dass ihr jedes Jahr neues Saatgut kaufen müsst. Falls ihr euch fragt, woran man erkennt, ob Saatgut samenfest ist, da steht entweder auf den Tütchen mit drauf. Es gibt auch Züchter, die nur samenfestes Saatgut vermehren. Ihr könnt das auch über das Ausschlussverfahren feststellen. Wenn auf dem Saatguttütchen hinter dem Namen der Sorte ein F1 steht, dann ist das Hybrid-Saatgut, das man nicht ohne weiteres im eigenen Garten vermehren kann. Vielleicht habt ihr ja eben schon gespickelt. Auf Platz Nummer 5 haben wir diese Tomatensorte. Die heißt Celsior. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist eine Sorte, die ich aus einem ganz bestimmten Grund anbaue. Und zwar, weil sie in der zweiten Hälfte der Saison, also gegen August bis Oktober, nochmal richtig Gas gibt und dann erst richtig Ertrag abwirft, wenn die anderen Sorten schon anfangen zu schwächeln. Gerade Freilandtomaten werden ja super schnell von Braunfäule befallen und werfen dann um die Jahreszeit oft gar nicht mehr so den Ertrag ab. Und dann kommt Celsior ins Spiel und legt richtig los. Deswegen baue ich diese Sorte super gerne an. Es ist eine Cocktailtomate, eine rote. Ich habe leider dieses Jahr, glaube ich, keine Bilder oder kaum Bilder von diesen Sorten, die ich euch hier vorstelle, gemacht. Also muss ich es euch erklären. Ich kann ja jetzt auch nicht rausgehen und da Tomaten ernten, die ich euch zeigen kann, weil wir gerade erst Januar haben. Aber Celsior macht ungefähr so große rote Früchte. Sicherlich die leckerste Sorte im Gemüsegarten, aber durchaus sehr lecker. Und eben weil er so spät im Jahr nochmal richtig Gas gibt, ist das eine Sorte, die das ganze andere Tomatensortiment super gut ergänzt. Platz Nummer 4 belegt tatsächlich eine gelbe Tomatensorte. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich finde gelbe Tomaten oft super langweilig, weil die einfach nicht den Säuregehalt haben, den rote Tomatensorten haben. Deswegen bin ich da immer etwas zögerlich. Aber diese Tomate, die ich euch jetzt hier vorstelle, die hat absolut was auf dem Kasten, obwohl sie gelb ist. Das ist die Ananastomate. Ich hoffe, es fokussiert. Ja. Die Ananastomate ist eine wunderschöne, gelbe, riesige Tomatensorte mit rötlichen Streifen oder Marmorierungen drauf, die super lecker ist und sehr ertragreich. Also eine absolute Empfehlung von mir für euch, die Ananastomate. Das Einzige, was ich da empfehlen würde, ist, dass man die geschützt anbaut, am besten im Gewächshaus, weil sie sehr wärmebedürftig ist. Generell sind alle Tomaten dankbar für ein Dach über dem Kopf, aber einige sind eben ein bisschen Freiland geeigneter als andere und die Ananastomate gehört da eher nicht dazu. Bevor ich hier jetzt alle gelben Tomatensorten schlecht rede, verratet mir doch, ob ihr eine gelbe Sorte kennt, die auch so lecker ist oder ob ihr auch eher enttäuscht seid von gelben Sorten. Ich freue mich immer, wenn ihr mich eines Besseren belehrt. Ich fände es auf jeden Fall schön, noch ein paar mehr gelbe Sorten anzubauen. Also hinterlasst mir einen Kommentar, wenn ihr da eine Empfehlung für mich habt. Platz 3 belegt eine Sorte, die durch das Haustomatenprojekt von Dreschflegel bekannt wurde. Dreschflegel ist eine Züchtergemeinschaft von Züchtern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, samenfeste und alte Gemüsesorten zu erhalten und zu züchten. Ein ganz tolles Projekt und die haben eben ihre Kundinnen dazu aufgerufen, Tomatensorten, die sie selber in ihrem eigenen Garten immer weiter vermehren, die es so im Handel gar nicht gibt, bei Dreschflegel einzuschicken. Und da ist eine Sorte zutage gekommen, die nennt sich Sibirisches Birnchen. Eine sehr süße Tomatensorte. Die sieht nämlich wirklich aus wie so ein kleines Birnchen. So ein kleines rotes Birnchen macht die. Sehr viele Früchte, super robust. Also die ist auch absolut Freiland geeignet und sehr ertragreich. Die Früchte schmecken sehr lecker. Also das kann ich euch sehr ans Herz legen, das sibirische Birnchen einmal in eurem Garten auszuprobieren. Verratet mir mal unten in den Kommentaren, was eure allerliebsten Tomatensorten sind. So können wir da unten in den Kommentaren
Ahnung, noch so ein zweites Tomaten-Ranking machen. Ihr könnt dann den anderen auch immer einen Daumen hoch oder Daumen runter geben, je nachdem, ob ihr einverstanden seid. Und so können wir uns noch viel mehr inspirieren und gegenseitig tolle Tipps für Tomatensorten geben. Langsam wird's spannend, oder? Wer ist wohl auf Platz Nummer 2? Es ist eine Sorte, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Eine sehr beliebte Sorte und das absolut zu Recht. Es ist die Black Cherry Cocktail Tomate. Eine super leckere rote Tomate, die so einen lila Überzug hat. Also die ist nicht schwarz, auch wenn sie Black Cherry heißt. Eine sehr, 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 sehr leckere Tomate. Und das ist vor allem mit Abstand die ertragreichste Sorte gewesen in unserem Garten in den letzten 3 Jahren. Wir haben die auch schon im Freiland sehr erfolgreich angebaut. Auch wenn die oft nicht als Freiland geeignet gelistet wird, finde ich sie doch wirklich sehr robust und super toll. Also die Cocktailtomate Black Cherry, eine absolute Empfehlung von uns. Wirklich. Also Platz 1 übertrifft die wirklich nur minimal im Geschmack. Das war ein ganz knappes Rennen hier. Und Trommelwirbel! Applaus für Platz Nummer 1. Da landet eine Tomatensorte, die auch super lecker ist. Es ist mit Abstand die leckerste Sorte, die wir je angebaut haben. Es ist eine super ertragreiche Sorte, auch eine Cocktailtomate. Es ist die Zuckertraube. Ich habe jetzt kein Saatgutkügelchen mehr, nur noch selber gesammeltes Saatgut. Das ist eine super, super, super leckere Tomatensorte. Die schmeckt genauso, wie sie sich anhört. Zuckertraube. Die macht ungefähr so große rote Früchte und zwar massenhaft. Die wächst auch im Freiland einigermaßen. Ich würde sie schon eher geschützt anbauen. Und die schmeckt mit Abstand am allerbesten. Deswegen ist sie auf Platz 1. Meine ganze Familie ist so begeistert von dieser Tomatensorte, dass die mittlerweile fast jeder, der einen Garten hat, bei uns anbaut. Also eine absolute Empfehlung, die Zuckertraube. Probiert die auf jeden Fall mal aus. Ansonsten kannst du dir hier, falls du noch keinen Pflanzplan erstellt hast, meine Videoreihe anschauen. Dann gehen wir das Schritt für Schritt zusammen durch. Da unten ist auch noch ein spannendes Video. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.